Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe heute ein extra Video für euch, denn das Lookfantastic Beauty Eye hat mich erreicht. Ich möchte mit euch gemeinsam auspacken, damit ihr seht, was da drin ist, ob sich das lohnt. Man sieht das zwar auf der Website schon, aber das ist nochmal was anderes, wenn man das so in der Hand hält. Ich habe einen Rabattcode wie immer für euch, da könnt ihr 10 Euro auf das Eye sparen. Außerdem werde ich ein komplettes Eye an einen von euch verlosen. Schaut da sehr gerne in die Infobox, wenn ihr da mehr Informationen wollt. Und am Ende sage ich auch nochmal was dazu. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt mit dem Unboxing starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und dieses Jahr ist dieses Beauty Eye so, so schön wieder. Es kommt hier in so einer tollen Geschenkbox. Also das eignet sich auch so schön als Geschenk, weil das eben richtig toll verpackt ist. Sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Ist genau mein Geschmack. Und hier haben wir eben das Ei drin. Ich nehme mal den Deckel ab. Und das ist ein Riesenei, wie so ein Dino-Ei. Schaut mal, so sieht das aus. Das ist so aus Metall gemacht und da liegen dann die Produkte drin. Das ist wirklich super schön. Das Ei sitzt hier auch fest drin. Hier ist nochmal so eine Halterung drin, dass das Ei nicht verrutscht. Ja, so schaut das Ei einmal aus. Und ich würde das jetzt mal gerne knacken und mit euch reingucken. Ah, das ging jetzt ein bisschen schwieriger auf, aber hier sind wirklich wunderschöne Produkte drin. Ja, ich werde euch die Preise dazu einblenden. Ich glaube, das Ei soll einen Wert von 225 Euro haben. Ich blende euch das aber auf jeden Fall ein. Das Erste, was mir hier direkt in die Augen reinsticht, das ist einmal diese Creme hier. Das ist die Sol de Janeiro Brasilien Bum Bum Cream. Die ist ja so gehypt und das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Creme. Ja, und da haben wir hier einmal die mittlere Größe, glaube ich, drin. Das sind 75 Milliliter. Es gibt nochmal kleiner. Das ist die mittlere Größe, die ihr auch so bei Douglas und so weiter kaufen könnt. Ein sehr schönes Produkt, liebe ich. Hatte ich auch schon mal und habe es auch aufgebraucht. Freue ich mich drüber, dass das hier nochmal mit drin ist. Ah, dann haben wir hier einmal noch so ein Kärtchen drin zum Abscannen. Da ist der QR-Code. Da kommt ihr dann zu dem Unboxing von dem Ei. Dann haben wir hier was drin, auch ein Full-Size-Produkt von Color Wow. Color Wow ist eine richtig gute Marke für die Haare und das ist ein Speed-Dry-Blow-Dry-Spray. Also es ist ein Full-Size-Produkt und das soll die Haare schneller trocknen lassen, wenn ihr die föhnt. Also das verkürzt die Föhnzeit, das finde ich auch richtig cool, spannend. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, da freue ich mich drauf. Noch ein Full-Size-Produkt von Elemis und zwar das Superfood, der Glow Priming Moisturizer. Das ist eine richtig schöne Creme, also das ist ein Moisturizer, den ihr ebenfalls halt auch als Primer benutzen könnt. Das ist ein Illuminating Primer. Also der gibt so einen schönen Glow im Gesicht und wenn ihr dann eine Foundation drüber gebt oder das Ganze sogar vielleicht mit einer Foundation nicht, um die Deckkraft ein bisschen zu minimieren, dann habt ihr einen richtig schönen Glow. Also ich hatte das Produkt schon, ich hatte das tatsächlich auch schon einmal in groß gehabt. Es ist sehr, sehr gut. Es schaut einmal so aus, kommt halt wirklich hier in so einer schönen Quetschtube, da könnt ihr euch das rausnehmen. Der ist sehr schön, der Moisturizer, gefällt mir richtig gut und der ist eben in Full Size drin. Und ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich blende euch das auf jeden Fall ein. Ich glaube, der ist richtig teuer. Auch ein richtig gehyptes Produkt ist einmal von Dr. Yati C-Cup Hair Cream. Das ist so eine, ja, wie soll ich euch das erklären? Die soll Hautrötungen ausgleichen. Das ist so eine leicht grüne Creme, glaube ich. Also ich hatte davon schon mal ein Pröbchen gehabt, fand ich auch nicht schlecht. 10 Milliliter sind das und die ist auch so gehypt und da habt ihr hier halt auch eben eine kleine Probiergröße sozusagen mit drin. Ist jetzt nicht die Full Size, aber eine Probiergröße. Dann ist was drin, was mir jetzt nicht so gut gefällt, weil das hatten wir auch schon mal in der Box mit drin, aber ich glaube, einige wird das freuen. Das ist von Nude Sticks einmal das Magnetic Luminous Eye Color. Also das ist ein Liquid Eyeshadow sozusagen, also kein Liquid Eyeshadow, ein Creme Eyeshadow in Form von einem Stift. Das ist so ein goldener Ton, ja, und den kann man dann anspitzen, das könnt ihr euch aufs Auge geben, verschmiert auch nicht und so, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Ich kann mir das gerade mal so ein bisschen, ich habe jetzt auch gerade so ein Liquid Eyeshadow drauf, in den Innenwinkel reingeben, also das eignet sich dafür sehr schön. Das ist halt so ein, ja, ein Creme Eyeshadow, sieht man nicht so arg, es ist nicht so auffällig, ist schön dezent, wenn ihr dann nur so ein bisschen was aufs Lid haben wollt oder ihr könnt das auch als Highlighter benutzen für die Wangen oder so, ist wirklich ein schönes Produkt. Ich habe es halt schon, aber ist nicht schlimm, den zweiten lege ich auch einfach dabei. Oh, dann haben wir hier von Sweet einmal was drin, die Brow Lash Lift Mascara, die hatten wir auch schon mal irgendwo in einem Adventskalender oder so, meine ich. Das ist eine ganz abgefahrene Mascara und zwar hat die hier so ein, also die hat ein Bürstchen, was nur auf der einen Seite Borsten hat.
so ein ganz komisches Bürstchen und das, glaube ich, eignet sich sehr toll für die unteren Wimpern. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe sie noch in meinem Backup liegen, also ich kam noch nicht dazu. Vielleicht macht die aber auch richtig schöne lange Wimpern, ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die auf der einen Seite nur ist, ich will gerade mal gucken, ob ich so ein bisschen hier unten vielleicht mal dran gehen kann. Ich habe zwar schon Mascara drauf, aber da kann man das manchmal auch schon mal sehen. Ja, also ich will jetzt hier auch nicht rumkraxeln, aber ich werde die Tage mal ausprobieren. Ich lege die mir mal ins Bad rein. Das soll eine sehr schöne Mascara sein. Ich glaube, die ist auch nicht günstig. Dann haben wir einmal ein Produkt von Grande Cosmetics hier drin. Grande Lips Hydrating Lip Plumper. Und Grande Cosmetics ist wirklich sehr, sehr teuer. Die haben ein Wimpernserum, was ultra viel bringt. Also ich glaube, da sind aber Hormone drin in dem Wimpernserum. Auf jeden Fall ist das hier der Lip Plumper von denen. Habe ich noch nie benutzt. Ist ein Full-Size-Produkt. Ist sogar so ein bisschen getönt. Schaut mal, so sieht der einmal aus. Und der soll die Lippen aufplumpen. Der sieht ein bisschen aus wie von Nabla, der oben. Ich glaube, das testen wir auch direkt mal aus. Der ist nude-farben. Hydrating Lip Plumper, da kann ich euch sagen, ob der brennt oder nicht, ne? Wenn man den zweimal am Tag für 30 Tage verwendet, soll man ein Vorher-Nachher-Ergebnis haben. 90% der Testerinnen sahen vollere Lippen und 97% sagten, dass die Lippen sich weicher und hydratisierter anfühlten. Ja, unten hat man noch ein Vorher-Nachher. Ich trage mir das mit euch mal auf. Muss man hier unten so ein bisschen hochdrücken. Ist wirklich so ein bisschen Nude-Farben. Also fühlt sich erstmal gut an, brennt auch noch nett. Ich sag euch das gleich nochmal, ich lasse das jetzt mal einen Moment wirken und den werde ich mir mal in die Handtasche legen und da freue ich mich sehr drüber über dieses Produkt. Es war nochmal eine Packungsanleitung mit dabei. Ja, ich glaube, dass der nicht brennt, bis jetzt zumindest nicht. Dann haben wir ein Liquid Matte Eyeshadow hier mit drin von Iconic London, ein Liquid Matte Eyeshadow in der Farbe Aura, okay. Also sowas ähnliches habe ich schon von Huda Beauty. Das ist ein Matte Liquid Eyeshadow. Schaut einmal so aus, es ist wirklich ein sehr matter Ton. Jetzt fängt das auf den Lippen so ein bisschen an zu brennen. Sieht eher aus wie so ein Lipgloss oder so. Ist auf jeden Fall so eine Farbe. Da gehe ich jetzt mit euch auch mal kurz hier dran und swatch euch das mal. So sieht die Farbe einmal aus. Jo, wenn man das als Liquid Eyeshadow benutzen kann. Das sieht aber irgendwie aus wie ein Lipgloss. Ich lasse das mal einen Moment fest werden und dann können wir ja mal gucken. Auf jeden Fall von Iconic London ist das Ganze. Ist eine sehr schöne Marke. Und das letzte Produkt, was in dem Ei drin ist, ist einmal was von MZ Skin, also bei Dr. Mariam Zamani. Das ist, glaube ich, auch eine sehr teure Marke. Eine Vitamin-Infused Meso Face Mask. Cool. Soothing and Hydrating Hydrogel Face Mask. Also das ist eine Hydrogel-Maske fürs Gesicht. Die, was soll die machen? Vitamine, ne? Vitamin-Infused. Ja, ist eine coole Sache. Würde ich auf jeden Fall auch gerne ausprobieren. Mache ich die Tage mal. Ja, cool. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf. Also hier ist einmal die Meso-Maske drin. Dann haben wir hier von Color Wow das Speed Try Spray. Dann haben wir von Elemis den Superfood Glow Primer, die Bum Bum Cream drin. Das finde ich mega. Von Nude Sticks, das ist das einzige Produkt, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Dann von Dr. Yard einmal hier die Tigergras Creme. Dann den Instant Plumper von Grande Lips, Grande Cosmetics, wie auch immer. Den Liquid Matte Eyeshadow, da gucke ich jetzt gleich mal. Und die Mascara von Speed. Also richtig coole Produkte und die haben einen Gesamtwert von 225 Euro, finde ich auch schön. Ja, also ich finde, das Ei lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt das mit meinem Code für 60 Euro bekommen. Ich blende euch den Code mal hier ein. Der gilt aber immer und gilt auch aufs gesamte Sortiment. Es gibt aber bestimmt auch noch den ein oder anderen Aktionscode, den vielleicht der ein oder andere von euch findet. Falls ich noch einen besseren finde, blende ich euch das natürlich entweder hier ein oder pin euch das mal hier hin, damit ihr das, also unten in die Kommentare, damit ihr den nutzen könnt. Und ich würde gerne ein Ei an euch verlosen. Da könnt ihr unten sehr gerne in der Infobox vorbeischauen. Ihr solltet auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein. Ihr solltet dem Video ein Däumchen nach oben da lassen und mir verraten, welches Produkt hier aus dem Ei euch am meisten interessiert, welches Produkt ihr am besten findet. Ja, und schon seid ihr im Lostopf. Ich wünsche euch allen viel Glück. Jetzt gucken wir nochmal hier nach dem Liquid Eyeshadow, weil jetzt ist das so ein bisschen getrocknet. Also, das ist jetzt so, seht ihr, das kann man noch so ganz leicht verschmieren. Das fühlt sich auch so ein bisschen
schmierig an. Es wird aber fest. Also es wird fest und ich kann mir vorstellen, das kann man schon als Liquid Eyeshadow benutzen. Ich glaube, ich würde das jetzt aber eher für die Lippen benutzen als Liquid Lipstick. Also so würde ich das jetzt mal sagen. Aber ich denke, das kann man auch halt für die Augen dann benutzen, so wie es auch sein soll. Das muss man nur bestimmt ein bisschen antrocknen lassen. Hier hat das jetzt auch ein bisschen gedauert, bis das fest wurde. Aber hier steht Liquid Eyeshadow drauf. Also gehen wir mal davon aus, das ist auch ein Liquid Eyeshadow. Soft Focus, finde ich, und so weiter steht hier drauf. Long Wearing Creamy Liquid creates a wash of smooth and seamless. Ja, also ich denke, dass man das so auch benutzen kann und dann vielleicht oben drüber einfach hier von dem Nude Sticks ein bisschen, dann hat man vielleicht auch einen sehr schönen Augenlook. Genau, ihr Lieben, ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nicole.